Herzlich willkommen bei DogCoach Media, herzlich willkommen beim Hunderasse Lexikon. Mein Name ist Enrico Lombardi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und deswegen gehen wir heute wieder auf die Insel. Für den Buchstaben N stelle ich euch heute den Norfolk Terrier vor. Der kleine Bruder des Norwich Terrier. Beide Terrierrassen unterscheiden sich eigentlich nur in dem Tragen ihrer Ohren. Wo der Norfolk Hängeohren hat, hat der Norwich stehende Ohren. Beide wurden im 19. Jahrhundert als Rattenhunde zum Einsatz gebracht und waren somit sowohl bei den Studenten auf dem Campus als auch bei den Bauern und ihren Höfen sehr begehrt. Diese kurzbeinigen, kompakten Terrier sind sehr menschenbezogen und geben deshalb einen idealen Familienhund ab. Dieses bis 25 cm hohe, 5 kg schwere Leichtgewicht ist aufgrund seiner hohen Anpassungsfähigkeit auch ein idealer Stadt- und Wohnungshund. Er ist sehr reizunsensibel und somit eben auch für die Großstadt ein sehr geeigneter Begleiter. Und ich kategorisiere ihn deshalb auch als Anfängerhund. So, ihr Interessierten und Interessiertinnen, das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten schaut wieder rein, klickt euch durch unsere Playlist. Bis zum nächsten Mal, euer Enrico Lombardi.